Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play Terraria. Und wie bereits angekündigt, bin ich den Heldentod gestorben. Ja. Toll, ne? Oh yeah. Immer doof, wenn man beim Let's Play. Komm mal mit, komm mit. Na gut. Ein obligatorisches drittes Stockwerk. Wie schick. Aber nach dem Zauberer kommt dann immer viel, oder? Nee, ich glaube eigentlich, dass der Zauberer der letzte ist. Ich würde den Zauberer aber gerne in den Raum mit den Dämonieziegeln einsperren. Das hätte klasse. Nee, also es sind hier drüben sind jetzt alle neuen Räume schon bereits belegt. Den Zauberer will ich unten in unserem Keller da unten rein platzieren. Sperrst du alte Leute in unserem Keller ein? Gott. So. Kannst ja mal gucken hier an die Ostmauer, was ich da gebaut habe. Ja, noch vor dem Aufnahmestopp. Falsche Richtung. Ostmauer ist ja ein Ostmauer. Nimm die Westmauer. Das ist doch besser. Westmauer. Das ist besser, Nein, der Osten ist besser, Alex. Nein, ich meine, die Westmauer da ist besser gestaltet, sag ich mal. Ah. Das riesige Tor zur Außenwelt. Und die Corruption breitet sich schon wieder aus, meine Fresse. What's wrong with you, Corruption? Alex, ich baue hier jetzt mal ein bisschen und du machst derweil. Scheiße, wir brauchen mehr Lehm. Nein, schon wieder hat sich eine Sonnenblume aufgelöst. Fuck. Wo ist das mein Reinigungspulver? Ich kann das doch nicht alles verbraucht. Dann mach da, bei null. Ja, mach noch mal ein bisschen. Mach noch auch nach unten hier, nach unten. Ja, warte, ich muss jetzt mal rankommen. Das breitet sich schon wieder direkt aus. Warte, ich baue jetzt hier Lehm, pflanzt nur Sonnenblumen. Ich hab gar keine. Warum denn nicht? Was soll ich nicht haben? Dann wärme ab, was da gerade angeflogen kommt. Danke. Ah, man, wir haben einfach zu wenig von dem Zeug. Scheiße. So, wo kriegen wir jetzt mehr Lehm her? Careful! Keine Ahnung, Winnie, schießt einfach wirklich durch den Luft feuern. Oh, das funktioniert sogar. Aber hab ich die getötet. Nein, scheiße. Der Verderber darf nicht feuern. Scheiße. Stirbst du mal? Alter. Ich glaube, deine Pistole ist ein bisschen lasch dafür. Auch Alter, hier ist schon wieder ausgebreitet. Ja, aber ich glaube, er hat hier hingespuckt. Alex, geh mal weg da. Und das will ich jetzt mit Lehm zukleistern, aber das geht ja nicht so richtig. Weil ich nicht genug Lehm habe. Hast du auch alles aus der Truhe rausgenommen? Alles aus der einen, also alles Klee, was, Clay, weil ich schon Engländer hier. Alles, was in der einen Truhe drin war. Nein, verdammt, er schießt. Ich weiß. Auf. Verdammt, er hat schon das Innere der Chinesen der Mauer infiziert. Was? Ja. Sieht irgendwie, oder das ist Dämonieziegel. Das ist Dämonieziegel. Kann ich doch nicht wissen. Ich hab nichts anderes gehabt zum Bauen. Mal gucken, ob wir noch irgendwo ein bisschen Lehm haben. Darklands. Dunkellands sind irgendwie sehr viel cooler. So viele nutzlose Items. Ah, hier, was? Dreck. Ach, hier hatte ich was rausgenommen. Schlickblock. Hier vielleicht? Was? Verdammt. Wieder Fehlanzeige. Ist auch nur Asche drin.
Wo finden wir Lehm? Ich bin sicher, dass es den irgendwo im normalen Untergrund gab. Grünes Lichtschwert, ich will aber ein rotes. Ja, das habe ich ja gebaut, das gehabt, das grüne. Dann bau ein rotes. Haben wir genug Rubine dafür? Ja, eigentlich schon. Aber ich will trotzdem erstmal warten, bis wir Kristalle haben. Und da war das gerade Dreck. Bitte, lass kein Dreck sein. Das ist Dreck. Was war das denn? Das klang irgendwie Shotgun. Nein, ich meine, das ist das Geräusch. Irgend so ein Brüllen gerade. Das ist meine Shotgun. Ach so, mach, schieß nochmal. Ach so. Ich schwören können? Na egal. Ist ja auch nicht wichtig. Wir gehen auf in den Untergrund. Oh, Lehm. Was? Wo? Wo? Na, hier unten. Muss einfach nur mal suchen. Ich habe aber noch nicht angefangen zu suchen. Tja. Wo genau? Ja, Unmengen von Lehm. Ich suche mal nach weit. Davon. Gut, Bruder. Oh, hier unten ist direkt wieder Lehm. In Unmengen. Ich wusste ja, dass er nicht selten war. Trotzdem dachte ich, wir müssen alle suchen. Ich wusste ja, wo er hängt. Und dann ist ja schön. Wenn du dabei Sonnenblumen kaufen könntest, wäre das echt Knorke. Verdammt, falsches Wort, oder? Ja, ich. Entschuldigung. Merk dir einfach nur Potz Blitz und mehr nicht. Also was anderes verboten. Ja, das soll ich vergessen. Schon vergessen, dieses Gehirn kann ich vergessen. Ach nee, das ist so viele Wortwiederholungen für ein schallendes Zitat. Kupfer baue ich jetzt nicht ab. Ich habe nur keinen Platz mehr im Inventar. So, dann wirst du gegen so viel Dreck und Lehm anstecken, Corruption, hm? Schon cool, wenn man sich hier durchfrisst. Ja, Amerikaner durch McDonalds. Alter. Ach komm. Keine Witze. Aber Türkenwitze rein. Außer über Türken. Hm? Außer über Türken, ich hab noch nicht ausgeredet. Nee, so nicht, Freundchen. Ich hab noch nicht ausgeredet. Denkst du ernsthaft, dass ich mich auf sowas einlasse? Wenn du schon Türkenwitze bringst, dann sag ich auch Amerikaner. Ich habe jetzt zwar noch nie einen gebracht, aber lass uns mal. Wie war das mit dem mit dem toten Türken vor dir und den 100 Lebendigen hinter dir? Okay, wow, einer. Dafür hast du schon über 10 Amerikanerwitze gebracht. Und die sind alle wahr. Trotzdem. Na und? Du lässt es jetzt. Dann lass du deine Witze. Ja, ich lösse meine ja auch. Na gut, mal gucken, wie lange wir es aushalten. So. Jetzt kann ich sogar endlich mal so ein 5x5 Blockfeld machen. Gut. Ah, es wird schon wieder dunkel. Was? Was denn? Oh, guck doch auf mein Leben an. Ach so. Oh, das sah schon mal besser aus. So, ich fürchte, das muss ich wegbauen. So ist nämlich 5 Block groß. Ebenstein braucht schon eine Weile, bis er fertig ist. Wo hast du überhaupt meine Höllenhacke hingepackt? Ich fürchte, die habe ich noch. Ich gleich mal vorbeikommen. Sie mir wieder abholen. Perfekte Times. Ich werde jetzt nochmal die ganzen anderen Lehm-Barrikaden erweitern, die ich gebaut habe. Puh, ein Glück habe ich hier die Mauer hier gebaut. Ja, das war kein. Beziehungsweise jetzt die Überdachung für die Sonnenblume. Diese Wanderaugen sind noch komisch. Die Überdachung für die Sonnenblume, ja. Ach, verdammt, stimmt ja. Hab ich ja meinen Leuchter. Ja, billiger Weltenfresser, Mist oder was auch immer du bist. Keine Ahnung, ich glaube, die Dinger heißen Klette. Ach, auf jeden Fall. So, bitte lass es geholfen haben. Es muss mir geholfen haben.
Ja, aber die Geister kommen natürlich durch alles durch, das war natürlich klar. Die Geister natürlich, aber... Nein, verdammt nochmal! Das darf doch nicht wahr sein. Vier Geister. Wir sollen eben rumgeistern, ist mir doch egal. Ich glaub, gerade mit denen... Ist mir genauso egal. Ich kämpf hier gegen Corruption. Und zwar nicht irgendwie gegen Corruption Monster, nein, gegen die Corruption durch selbst. Ich mir, dass die fünf blockbreiten Barrikaden mitbringen. Ich bin mal kurz weg. Ich glaube, ich habe nirgendwo so tief gebaut wie hier und trotzdem bringt es überhaupt nichts in die Ecke. Naja, vielleicht ja jetzt. Hoffen wir, dass es was bringt. Haha. Wieder nur 75 Blöcke, Mensch. Nee, so nicht. Boah. So, gut. So. Ganz sicher zu gehen. Und hier ist alles sauber. Schön. Ich bin wieder da. Hab dich nicht vermisst. Hätt's gedacht. Okay. Treffer. So, dann gib mir jetzt mal meine Hacke bitte wieder. Bin schon unterwegs. Und wenn du nebenbei auch noch gleich ein paar Steinblöcke und Perlsteinblöcke nehmen könntest. Oder ein paar Eicheln oder Pilze und verfaultes Fleisch brauchst du doch bestimmt auch noch. Und Ekelpilze, okay. Du weißt schon, wo wir die Corruption hinpulvern wollen. Alles Geister, ey, warum kommt ihr hier nicht durch? Ich weiß nicht, warum die jetzt gerade nicht hochkommen wollen. Komische Viecher. Komm mal ein bisschen höher. Ja klar, komm ich. Mit Dreckantrieb. Ah, das ist denn auch noch genommen. Die hängen wohl da unten fest. Die kommen wohl nicht durch meinen Gestein da so direkt durch. Durch Holz kommt der aber irgendwie auch nicht der eine da. Naja. Keine Ahnung, was mit denen falsch ist. Fahr zur Hölle. Und gut, ich kann auch mit Metallerz noch schmelzen. Hey, das geht genau auf. Cool. So, ich werde mal über die Überdachung von den Sonnenblutgrad noch ein bisschen Wand dahinter setzen. Ich wollte Shotgun eigentlich noch ein bisschen mehr Lehm bauen. Abbauen. Ja, mach doch. Ja, bin dabei. Ich muss nur vorher noch Geister töten. Mit meinen heiligen leuchtenden Flammen. Moment, waren die nicht verflucht oder irgendwie so? Weiche, Dämon, weiche. Ich gehe ja schon weg, Alex. Ein altes Sprichwort sagt, man soll nicht mehr Teufel rufen, als man bannen kann. Das ist allerdings gar nicht mal so falsch. Seit wann kennst du solche alten Sprichwörter? Ghost Rider 1. Aha. Ich will noch irgendwo Links abbauen. Nee, den da hab ich. Oh! Scheiß Geist. Alter, ohne Spaß zu bedanken, du musst mir echt danken für die Überdachung jetzt. Warum? Was dir gerade alles gegen die Abgrenzung hier schellt. Drei Slimes, zwei Corruption-Viecher. Eine Geisterrüstung habe ich auch gerade gesehen, aber die ist hier. Oh ja, jetzt kommt sie zu mir. Ah, jetzt hat der Geist mich mal bemerkt hier. Das wollte schon sagen. Geisterrüstung ist jetzt zu mir gekommen und kommt aber an meiner Kabelsteinmauer nicht weiter. An der Kabelsteinmauer. Ja, hier, diese verkabelte Mauer.
zu den inaktiven Steinblöcken ist schon eine ganz gute Idee. Was? Verdammt. Bitte. So. Ah, ich glaube, ich habe mein Mikro ein bisschen verschoben. Zwei Geister im Haus, aber das mit kompletten Ohren, weil die irgendwie zu blöd sind, hier durch die Wand hochzukommen. Ja, diese Geister haben gerade eine bemerkenswerte Verhaltensstörung. Genau. Das war exakt das Wort, nachdem ich gesucht habe. Alex, das stimmt nicht mit dir. Vieles. Das ist immerhin meine ehrliche Antwort, ne? Nein. Vielleicht mal kurz Corruption-Kontrollbesuch. Wenn du Corruption musst du halt eben über die Mauer ganz hoch drüber gehen. Ich gucke hier nur, ob es sich hier ausbreitet, aber es scheint zu helfen, was auch immer du tust. Oder mein Lebenblock funktioniert wirklich. Das sieht irgendwie wirklich so lustig aus, so ein kleiner Gartenbunker. Ich habe vor, in unsere gesamte Kuppe hier noch, wie eine Art kleine schwebende Insel reinzubauen, worauf wir dann Bäume pflanzen. Bäume. Okay, stimmt. Das ist gar nicht mal so dumm. Wo bin ich jetzt hier lang gegangen?